Eine Ruhestörung führt Polizeihauptkommissar Michael Klär und Polizeioberkommissarin Sarah Freitag in eine Wohnsiedlung. Dort ist ein Mann schwer verletzt. Was? Hey, hallo. Hallo, hey, Polizei. Bleiben Sie mal hier, kommen Sie mal her, alle zusammen. Was ist hier los? Ist voll abgegangen, das Haus. Mein Mann ist gerade aus dem Fenster gestürzt. Moment eben. Und Egon von 1326. Wir benötigen Mörserstraße 11. Sofort ein RTW. Verletzte männliche Person. Unter 40. Hallo. Augenscheinlich Kopfverletzung. Ist hier auf den Stein gefallen. Die Beamten ermitteln, dass der Verletzte bei Arbeiten am Fenster aus dem ersten Stock gefallen ist. Unklar ist aber, warum dessen Ehefrau und der Ersthelfer in einen Streit gerieten. Profis kümmern sich darum. Können Sie uns ganz in Ruhe, alle beide, jetzt mal eben wirklich nacheinander erzählen, was hier passiert ist, damit wir mal eben ins Bild kommen. Ja, ich habe hier ganz normal Spenden gesammelt. Dann kommt sie auf einmal auf mich zugerannt, ja. wegen ihm und so. Ich habe da auch versucht zu helfen. Und, haben Sie das gesehen? Was nein, ich habe das gar nicht gesehen und sonst was. Ne? Sie ist auf mich zugekommen. Ich kenne sie also, eigentlich nur von vorher wegen Spenden sammeln. Einen Moment, ich meine aufgehen lassen, einmal kurz. Und Sie standen wo? Also hier vorne? Weiter am nächsten Eingang, ja. Haben nichts gesehen, sind aber gleich hergerannt dann. Ja, sie hat mich geholt und sonst was. Ne? Hat mich dann auch festgehalten und das ist völlig wahnsinnig. Also eins zur Abklärung. Er ist gefallen, nicht gestoßen worden. Das steht fest. Nein, er ist aus dem Fenster gefallen. Okay, das ist in Ordnung. Also er hat zu mir eben auch noch mal gesagt, er hat irgendwas an die Dichtungen gemacht. Genau. Er hat, anderen erwähnt, er hat die Reparatur, also am Fenster wollte er die Dichtung machen. Ich habe ihm schon 10-mal gesagt, er soll es nicht machen. Ja, und dann hat er die Dichtung gemacht und dann ist er aus dem Fenster gestürzt. Ja, und er kam, der war ja eben auch schon mal bei mir wegen den Spenden. Und dann habe ich ihn noch... Also im Haus hier, oder wie? Genau. Und hab ihn, der war noch mit dem Kollegen. Ich weiß nicht, zu zweit. Ich weiß nicht, wo der Kollege ist. Und er will nicht helfen. Also, ist mir aus den Augen verloren. Ich kann das nicht von ihm brauchen, weil er liegt da. DEB, sagt mir nichts. Dem wird jetzt geholfen? Ja, klar. Ist alles klar. Wir haben Spendenaktion hier gerade in der Ecke. Michael Klär fordert Verstärkung zum Einsatzort. Wer die Polizisten zu dem Wohnhaus gerufen hatte, ist zweitrangig. Sarah Freitag will zunächst klären, warum der Ersthelfer dem Verletzten nicht helfen wollte. Deutscher Ersthelferbund steht hier drauf. Also das können Sie alles. Ja, das kann ich, aber ich war auch völlig perplex wegen ihr. Ja, aber es ist auch wichtig, dass man Ruhe behält. Ne? Als Ersthelfer, dass man die Dame beruhigt und mal eben nach dem Herrn guckt. Dass man, wie gesagt, aber Sie werden ja gleich sehen, ist alles hier legitim. Verständigt. Tut mir leid, dass mein Kollege überprüft das ja gerade. Aber wo ist denn jetzt? Können Sie Ihren Kollegen da mal anrufen? Ich weiß oder es so? Nicht. Wir sammeln hier unterschiedlich. Ich habe ihn völlig aus den Augen verloren. Also er ist bei irgendwelchen Häusern gegangen und sucht selber. Jetzt macht Spenden. Und wir haben hier niemanden gesehen sonst. Ja, der hat dieselbe Bekleidung an. Ja, genau wie ich und sonst was. Ne? Ist braunhaarig, also können Sie leicht erkennen, ist die gleiche Größe wie ich. Ich weiß auch nicht, wo er gerade ist. Das ist auch ein Ding, ne? Sollen wir nicht spenden und dann wollen sie hier ich hab helfen, ihn auch noch, ich habe ihnen auch noch Geld gegeben. Ne? Der war irgendwie, ich habe ihm 10 Euro, er klingelte bei mir, 10 Euro habe ich gegeben, da waren sie schon so komisch halt. Das ist denen zu wenig. Haben sie das Geld gesammelt? Ich habe das alles mein Kollege. Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz, weil ich hatte denen dann gesagt, das ist halt nicht zu wenig. Und dann meinte sie, meine ich so, okay, komm, weil ich weiß ja, dass die Rettungswagen halt auch, ne, was sie für Arbeit leisten. Hab noch mehr Geld gegeben, ja, und dann ist er mit seinem Kollegen abgezogen. Aber helfen. Sekunde mal ganz kurz. Deutscher Ersthelferbund ist uns nicht bekannt. Aber auch Sie sind nicht als Helfer registriert. Das kann gar nicht sein, weil ich bin da wirklich schon seit ein Jahr. Also, und das ist auch alles legitim hier gemacht worden. Sekunde mal eben. Die Beamten folgern, dass die Spendenaktion des Mannes eine Betrugsmasche sein könnte. Die Verstärkungskollegen sollen ihn deshalb festsetzen. Während der Verletzte ins Krankenhaus transportiert wird, sehen sich Sarah Freitag und Michael Klär im Haus nach dem zweiten Betrüger um. Schreie erregen plötzlich ihre Aufmerksamkeit. Was meinst du? Meine Nachbarin, Rebecca. Hat die öfter Streit mit ihrem Mann, oder? Nein. Wohnt sie alleine? Ja, sie wohnt alleine. Bleiben Sie ein bisschen zurück, bitte. Bitte! Hallo, hier ist die Polizei. Machen Sie die Tür mal auf. Hier ist die Polizei. Machen Sie die Tür mal auf. Mein Name ist Claire, Polizei Duisburg. Gute Frau, war schon krach bei Ihnen? Ja, guten Tag. Geht's Ihnen gut? Sie machen verängstigten Eindruck. Ja. Sind Sie alleine in der Wohnung? Ich habe nur Fernseher angehabt. Machen Sie doch mal die Tür auf. Nicht, möchten Sie bin nicht? Ich bin so vernünftig angezogen, das möchte ich nicht. Das ist alles okay. Haben Sie was mitbekommen von dem Fenstersturz?
Von Ihrem Nachbarn? Nee, ich habe Fernsehen geguckt. Gar nichts. Hat ziemlich laut, der Fernseher, ne? Ja. Also beim nächsten Mal sollten Sie vielleicht darauf achten, den Geräuschepegel etwas geringer zu halten. Sind Sie allein in der Wohnung? Ja, den Fernseher haben Sie jetzt ausgemacht? Der Fernseher ist laut, leise. Ja. Gut, wir wollen also mal nachfragen, ne? Ich hoffe, dass es Ihnen weiter gut geht, ne? Ja. Ansonsten. Polizei! Verlassen! Verlassen Sie das Fenster fallen! Verlassen Sie das Fenster fallen! Ich will deine Hände sehen! Auf die Knie! Auf die Knie! Auf die Knie runter! Knie jetzt! Mann! Hände auf den Rücken! Verlassen Sie die Knie! Hände nach hinten! Hände nach hinten! Komm mal runter! Die Einsatzkräfte nehmen auch den zweiten Täter vorläufig fest. Fraglich ist, ob er die Mieterin schon mit dem Messer verletzt hat. Aber es ist dieselbe Bekleidung, ne? Wie der andere. Gute Frau, brauchen Sie den RTW? Wo ist die Geschädigte? Sprich du mal eben mit ihr, genau. Hey, wir haben ihn. Sind Sie verletzt? Sind Sie verletzt? Wir holen gleich den Krankenwagen, okay? Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Was wollte er von Ihnen? Bargeld oder? Der wollte Spenden haben, ja. Der wollte Spenden. Dann hat er sich plötzlich Zutritt verschaffen und hat mich einfach weggeschossen. Mit dem Messer? Das illegal gesammelte Geld trägt der Tatverdächtige nicht bei sich. Sarah Freitag entdeckt allerdings etwas. Ich möchte Sie noch mal fragen. Mir ist hier diese Dose aufgefallen. Ist das von Ihnen eine Dose? Nein, das ist nicht das meine hier? Dose. Lassen wir es erstmal alle stehen, schließen die Wohnung ab. Sichern. Ich will einmal reingucken. Oh. Nicht schlecht. Das. Ich habe damit gar nichts zu tun. Was soll das? Da ist richtig viel Bargeld drin, ne? Und die unten sagte auch, 10 Euro Schein hat sie gegeben, ne? Ja. Das nehmen wir mal mit. Das ist nicht mein Geld. Sie sind vorläufig festgenommen? Wenn man sich in irgendeiner Weise unsicher ist, ob man jetzt diesen Spendensammler hereinbitten will oder überhaupt, ob der wirklich in Ordnung ist, dann kann man ihn bitten, sich den Ausweis aushändigen zu lassen. Zum einen vielleicht den Personalausweis, zum anderen diesen Mitgliedsausweis von dieser Organisation. Das kann man dann telefonisch überprüfen, indem man zum Beispiel bei dieser Organisation anruft, sich dort nochmal Auskünfte holt, oder? Ja, wenn dann noch Zweifel bestehen sollten, einfach bei der Polizei anrufen. Die haben noch so andere Möglichkeiten, das zu checken. Wollt ihr schon Geld sammeln jetzt? Ja, was ist denn los? Ich gehe doch nicht arbeiten. Ja, Hartz IV und das, fertig. Wollen Sie sich das teilen? Das Geld? Sollte jeder die Hälfte bekommen? Das weiß ich nicht. Der hat die Verteilung gemacht. So, können Sie uns irgendwas? Idee. Was ist meine Idee? Wem gehört die Box hier? Ihm. Die gehört ihm. Die gehört dir. Das war doch alles deine Idee. Nein, überhaupt nicht. Sonst was, ne? Warum bist du überhaupt abgehauen die ganze Zeit? Ich spende extra Geld. Man hat mal ein gutes Herz und dann wird man so ausgenutzt und verarscht durch solche Leute wie Sie. Und die Echten, die das wirklich brauchen, haben nämlich dann überhaupt nichts. Ja, ich brauche das doch auch. Das Ehrenamt ist wirklich sehr anspruchsvoll. Es ist toll, dass es Menschen gibt, die sich für andere einsetzen. Umso schwieriger ist es, dass das manche Menschen ausnutzen und hier zu betrügerischen Handlungen, um sich zu bereichern, nutzen. Ja, die beiden haben ja nun eindeutig, haben sie auch zugegeben, dieses Geld nur gesammelt, weil sie keine Lust haben, irgendwie arbeiten zu gehen. Und die wollten sich das Geld dann teilen. Ich will nicht arbeiten gehen. Und mit dem Messer wurden sie diese Spende erzwingen, oder wie? Wir haben die Frau deiner Wohnung bedroht mit diesem Messer. Ja. Ne? Die war ja total verängstigt an der Tür. Dann sind sie nachher mit diesem Messer noch mal auf uns los. Ja, die wollte ja nicht hören. Die wollte ja auch kein Geld spenden. Was soll das denn? Ja, wenn sie kein Geld spendet, dann geht man mit dem Messer auf sie los. Ja, okay. Also ich habe erstmal genug gehört. Sie können sich gleich beide noch... Räuberische Erpressung, schwerer Raub, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Bedrohung. Kommt einiges zusammen. Gut, also die beiden nehmen wir mit. Ihr nehmt ihn mit, denke ich mal. Wir nehmen ihn mit. Ich wünsche Ihnen erstmal jetzt, dass Sie das irgendwie verwenden. Sie bekommen auch noch mal Informationen bezüglich Opferhilfe. Sie rufen uns noch mal bitte nachher an, wie es Ihrem Mann geht. Und jetzt kümmern Sie sich erstmal umeinander und bleiben in Ihrer Wohnung erstmal, weil... Frau Kobi, noch etwas. Ja. Ihre Wohnung ist ein Tatort. Die Spurensicherung kommt noch, wir sehen uns das an. Können Sie sich so lange um Ihre Nachbarin kümmern? Ja. Und wie gesagt, psychologische Betreuung. Es gibt diverse Hilfsangebote. Das kriegen wir hin, okay? Alles Gute. Danke. Alles Gute Ihnen beiden. Danke schön. Gute Besserung. Okay. Das Täterduo wird wegen Betrugs angezeigt. Der zweite Kriminelle wird zudem wegen räuberischer Erpressung, Bedrohung und Widerstands gegen die Staatsgewalt inhaftiert. Der aus dem Fenster gestürzte Ehemann hatte eine Gehirnerschütterung erlitten. Es geht ihm wieder gut.